Selbst Kafka hätte sich so etwas nicht vorgestellt. Ich bin also im Gefängnis, weil ich Artikel geschrieben habe für legale Zeitungen und Mitglied bin in einem symbolischen Beirat, von dem im Gesetz klar definiert ist, dass er keine gesetzliche Haftung trägt. Meine fiktionale Arbeit wird mit diesem Dossier als Beweis eingebracht. Sie steht zusammen mit T.S. Eliot, Becker und Klassenkampen vor Gericht. Kurzum, die Türkei setzt nicht nur die Meinungs- und Redefreiheit auf die Anklagebank, sondern auch die Literatur. Ich wurde von einer großen Gruppe von 30 bis 40 Polizisten, Spezial- und Antiterroreinheiten verhaftet. Die Straße vor dem Haus und der ganze Häuserblock waren vollständig umringt von maskierten, Schutzwesten tragenden Polizisten mit Maschinenpistolen. Ich war komplett entsetzt, als sie alle in meine Wohnung eindrangen, herumschrien und mit ihren Waffen auf mich zielten. Die Durchsuchung meiner Wohnung dauerte mehr als 5 Stunden, aufgrund der Tatsache, dass da mehr als 3000 Bücher sind und meine literarischen Notizen. Ich ermahnte die Polizei, sie solle sorgfältig umgehen mit meinen Schriften, aber einiges Material ist zerstört oder verloren gegangen. Die Speicherkarten mit meinem gesamten literarischen Werk sowie Artikeln und Interviews mit mir in mehr als 15 Sprachen wurden von der Polizei konfisziert. In der Nacht wurde ich in eine kleine Zelle auf der Polizeiwache von Esala gebracht. Wir waren 4 Frauen in einer Zelle von 3x3 Metern. Es gab keinen Platz zum Schlafen, außer Holzbrettern von höchstens 30 bis 35 cm. Zum Glück bin ich dünn. Die Lichter waren ständig an und eine Kamera beobachtete uns. Das Schlimmste war, wenn wir auf die Toilette mussten. Wir durften nur, wenn die Polizistin gerade in Laune war. Eine der 4 jungen Frauen schlitzte sich die Pulsadern auf, eine andere schrie 48 Stunden lang.